Back in Action bei Pokémon Rubin. Alex ist auf... Oh, Beutelkant. Ja, ja. Der Alex ist mein einziges Pokémon, den wir bis jetzt haben. Wir sind kurz davor, Maike eins zu klatschen. Wir sind ein Level höher als sie. Vielleicht reicht das sogar. Hey, Maike! Mal sehen, das Pokémon von Ruth in deinem Besitz. Huh? Stalker? Oh, hi, Silu! Oh, ich sehe schon. Mein Vater hat dir ein Pokémon geschenkt. Wenn wir schon mal hier sind, lass uns doch kämpfen. Ich gebe dir einen Vorgeschmack auf das Leben als Trainer. Sie hat immer eine geile Musik, wenn man gegen sie kämpft. Bim, 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 bim. Oh, das ist irgendwie schön. Das ist wie nach Hause kommen. Hydropi, habe ich doch gesagt. Ja, und das ist dann später unser Hauptenemy. Wollen wir mal so sagen. Zack. Wir ziehen ihr schon ein bisschen mehr. Sie zieht uns natürlich... Sie zieht uns eigentlich auch relativ wenig. Also Alex ist halt einfach stärker als sie. Weil er halt der Skiller von dem Mann ist. Schlitz. Diesmal sollte... Wir können jetzt Pech haben und sie hat einen Critical Hit. Jawohl, Hydrobi ist down. Und wir kriegen wahrscheinlich noch auf Level 7 den Alex. Jawohl, Alex ist Level 7. Und er lernt Energiefokus, eine völlig unnütze Attacke. Spieler besiegt, Pokémon Trainer Mike. Wow, das war spitze, Silu. Du bist ein Naturtalent. Ja, vielleicht trägt euch das ein bisschen auf. Ihr könnt mir ja sagen, ob ich das lassen soll mit diesem übertriebenen Sprechen meines großgeschriebenen Namens. Könnt ihr ruhig sagen, mache ich das weg beim nächsten Part. Also ich nehme jetzt gleich drei Parts auf. Und dann könnt ihr das einfach in die Kommentare posten. Ich glaube... Oh. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum mein Vater dich ausgesucht hat. Ich meine, du hast dein Pokémon erst sehr kurzer Zeit und es mag dich bereits. Du wirst es einfach haben, dich mit jeder Art von Pokémon anzufreunden und es wird aber Zeit, zurück ins Labor zu gehen. Jawohl, für mich auch. Wir müssen erstens mal den Alex wieder ein bisschen zurecht rücken. Der hat guten Hit gefressen, der arme Kerl. Wie gesagt, mein Team steht zu, sagen wir mal... Bis auf das sechste Pokémon steht mein Team. Das lese ich jetzt nicht vor. Das Pokémon Center besuche ich so oft, das lasse ich jetzt mal. Wie gesagt, ich werde auch nicht speeden. Ich lasse mir da bei diesem Projekt gerne Zeit. Und das soll es auch, weil es wirklich Fun macht. Silu! Oh, Silu! Hier entlang! Lass uns nach Hause gehen. Okay, machen wir das. Ich schwitze, weil es 40 Grad ist. Ja, das vielleicht ist das bei euch auch noch so heiß. Vielleicht, wenn es das Video oben ist, ist die Hitzewelle ein bisschen abgeklungen. Der Dicke hier wird sich auch schwitzen. Ja. Wir gehen jetzt zu Professor Birk. Ich laufe von alleine. Ich bin skillig. Oh, hallo Silu. Ich habe gehört, du hast Maike besiegt. Super! Endlich mal jemand. Das war dein erster Kampf gegen einen Trainer. Maike hilft mir schon sehr lange bei meinen Forschungen. Maike besitzt eine respektable Geschichte als Trainer. Trainerin eher. Hier, das hilft bei meinen Forschungen, aber ich denke, du kannst den Pokédex auch gebrauchen. Silu erhält den Pokédex! Der Pokédex ist ein hochentwickeltes technisches Gerät, das automatisch jedes Pokémon, das du siehst oder fängst, registriert. Maike geht nie ohne ihn aus dem Haus. Immer wenn mein Kind ein seltenes Pokémon fängt, kommt es und zeigt mir den Eintrag im Pokédex, während ich draußen forsche. Oh wow, Silu! Jetzt hast du auch einen Pokédex. Das ist ja toll, genau wie ich. Ich habe hier etwas für dich. Pokéball erhalten! Silu packt den Pokéball in den Balltaschen. Es macht unheimlich viel Spaß, all die verschiedenen Pokémon zu fangen. Ich schaue mich wirklich überall um, denn ich will die unterschiedlichsten Pokémon fangen. Sobald ich niedliche Pokémon entdecke, fange ich sie mir mit Pokébällen. Ist aber nicht sehr cool. Darf ich jetzt gehen, oder? Was machst du ja nicht? Studiert in dem Sorry, den will ich nicht. Der liert nur etwas über mir. Sind eine glückliche Familie. Jetzt gehe ich mir aber noch die Turbo-Treter holen. Genau. Warte, Silu! Silu, du hast schon Professor Birk vorgestellt. Oh, was für ein hübsches Pokémon. Du hast es von Professor Birk gehalten. Toll, du bist ein Kind deines Vaters. Wunderbar. Siehst gut aus mit deinem Pokémon. Hier, Liebling, für eine Abenteuer sind die Turbo-Treter wie geschaffen. Ich werde deine Schritte beschleunigen. Silu, zieh die Turbo-Treter an! Ja, das musste es heute so. Silu! Für diese Schuhe gibt es eine Bedienungsanleitung. Halt den B-Druck genügt, wenn du die Turbo-Treter an hast. Man braucht eine Gebrauchsanleitung für Schuhe. Ja. Los und schnapp sie dir, Pokémon! Die Spitze, das tut mir leid. Ich will mal schnell schauen.
wie das aussieht mit den... Ich habe 5 Pokebälle. Mein Team sieht eigentlich so aus. Ich habe jetzt vor, Flamely natürlich zu behalten. Wusch. Dann will ich mir unbedingt ein Litharking machen. Also nicht machen, ich will es mir nicht craften, sondern... Coole Musik. Kaufen uns ein paar Pokebälle. Jawohl, einen Trunk. Oder 2, 3. Wir haben ja das Geld. Wir haben unserer Mutter heimlich Sachen geklaut. Und noch 2 Gegengifte und noch einen Paraheiler. Man kann nie wissen, ich habe immer das Glück, von Paraheilern paralysiert zu werden. Und wir wollen ja nicht, dass der Alex leidet. Der Alex soll regeln, ja. Und dann gehen wir uns doch mal den Herausforderungen stellen. Hier oben ist eine Sackgasse, deswegen gehen wir nach hier, Route 102. Hier sind auch unsere ersten Trainerkämpfe. Hey, ich bin auch da! Wenn du Pokémon bei dir hast, bist du offiziell ein Pokémon-Trainer. Daher kannst du meine Herausforderung nicht ablehnen. Okay, das ist eine sehr logische Erklärung, weil man sich sonst fragt, warum läuft er nicht einfach an dem vorbei? Was hat denn der Teenager Ansgar? Komischer Name. Ein Zickzack auf Level 5. Ja, aber der Alex auf Level 7. Hahaha. Du bist weggefegt. Zack. Schlitz. Tackle. Aua. Naja, mach dir nur deinen Tackle. Der Alex wird dich schon kriegen. Ich kriege dich. Dich und deine Freunde da hinten. Aber er macht mir gut Schaden. Der Alex hat noch ein bisschen wenig Verteidigung. Das gefällt mir nicht. Ich muss ihm schon wieder einen Trank geben, wenn ich nicht schon wieder ans Pokémon Center rennen will. Alex erhält... Schon Level 8. ja, der Alex. Also ich sag mal so, am Anfang finde ich, paar Pokémon sind echt einfach zu trainieren. Vor allem die Starter-Pokémon sind eigentlich sehr einfach zu trainieren. Von den ganzen, von den Pokémon her. Ich bin mir gerade schon überlegen, wo kriege ich das? Ich glaube, nach Blütenburg kriege ich... Ich lasse den mal schnell offen, den Typen. Dann komme ich dann später mit meinen anderen Pokémon noch zu dem. Nee, dich will ich nicht. Bam, 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 bam. Nee, den will ich nicht. Mein Team steht mir schon fest. Ich bin mir noch nicht... Will der auch mit mir kämpfen? Das sieht so aus. Hohe! Bist du gerade erst Trainer geworden? Dann sind wir ja beide Anfänger. Das ist aber schön. Bam, 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 bam. Herausforderung von Teenager Hugo. Hugo Boss will mit mir kämpfen. Hat ein Pfiffchen auf Level 5. Oh mein Gott, ich schwitze. Okay, ist ekelig, ich weiß, aber trotzdem, das ist richtig unschön. Wie heiß das ist. Bei uns ist jetzt gefühlte 34 Grad. Jaula erhält seinen Angriff. Ich hoffe jetzt einfach, dass Alex trifft. Wenn Alex nicht trifft, klopp ich ihm ins Gesicht. Okay, gut gemacht, Alex. Du bist den Schlägen entgangen. Dann. Ja, ich hab den auf Level 9, bis der Kampf vorbei ist. Und ein Schwalbini. Ich glaube, den hole ich mir auch noch ins Team. Bin mir zwar noch nicht ganz sicher, aber ich vermute schon, denn ich brauche etwas, was Fliegen erlernen kann. Um dann von anderen Ortschaften hinzukommen. Also immer dorthin zu laufen, das ist dann ein bisschen... langweilig von Level 9. Ja, ich muss unbedingt. Ich lasse eben ein paar Trainer hier aus, dass ich mit meinen Pokémon noch hierher kommen kann. Den anderen, die 2 Silberbären. Bären sollte man immer pflücken. Die haben nämlich meistens, können die Statusprobleme heilen. Also man kann denen das zum Beispiel geben und dann, wenn sie paralysiert werden, heilen sie sich selbst. Oder manche Bären geben KP zurück. Dich auch. Genau, Blütenburg, denn hier hin. Wer bist denn du? Hey da, bist du vielleicht ein Anfänger unter den Trainern? Weißt du, was Pokémon-Trainer machen, wenn sie einen neuen Ort kommen? Nein, weiß ich nicht. Sie sehen sich als erstes die Arena im Ort an. Das ist aber schön. Das gefällt mir. Show, das ist die Arena von Blütenburg City. Das ist das Logo der Arena. Daran kannst du immer irgendwas. Ich hab weggeklickt. Das ist mir egal, hab ich. Der lässt mich also wieder nicht durch, der Camper. Also, dann speeden wir. Ne, wir speeden nicht. Ja. Okay. Er lässt mich erst rein durch, wenn ich die Arena besucht habe von meinem Vater.
Na, wenn das nicht Silu ist, dann habt ihr also den Umzug beendet und überlebt. Ich bin überrascht, dass du ganz alleine hierher gefunden hast. Ho, so ist das. Du bist in Pokémon-Begleitung. Ich glaube, du wirst einmal in meine Fußstapfen als Trainer treten, Silu. Das sind großartige Aussichten. Ich kann es kaum erwarten. Was ist denn das für ein Posten? Ich hätte so gerne ein Pokémon. Bitte. Wie du? Ach, du bist Heiko, nicht wahr? Ich werde meine Verwandten im Wiesenflur besuchen. Ich glaube, ich werde mich da doch einsam fühlen. Daher würde ich gerne ein Pokémon mitnehmen. Aber ich habe noch nie eines gefangen. Ich weiß nicht, wie das geht. Oh, ich verstehe. Silu, hast du das gehört? Hilf doch bitte Heiko dabei, ein Pokémon zu fangen. Hier, ich leihe dir mein Pokémon. Heiko hat ein Zickzacks erhalten. Oh, wow, ein Pokémon. Ich gebe dir auch diesen Pokéball. Dann leg los. Heiko hält einen Pokéball. Oh, wow, dankeschön. Silu, kommst du wirklich mit mir? Okay, ich muss mitgehen, Pokémon fangen. Ich will eigentlich meine eigenen Pokémon fangen, weil Alex sich ja so alleine fühlt, da sich ja in der armen Box der Verdammnis. Silu. Silu! Pokémon verstecken sich im hohen Gras. Wie in diesem hier, oder? Bitte bleib hier und schau, ob ich sie auch richtig fange. Whoa! Ja, dieser Ausdruck braucht es natürlich. Ein Tramsel, glaube ich, heißt das Ding. Ein Tramsel. Ich sollte auch arbeiten an Pokémon Schwarz und Weiß. Nein, ist ein Trasler natürlich. Ein Tackle, mach einen Tackle. Schlitz. Trasler, setzt Heuler ein. Ich glaube, das kann nur Heuler, das Ding. Setzt Heuler ein. Wieder. Ich glaube, das Ding kann nur Heuler. Aber ich finde das komisch. Das ist das einzige Trasler, was man hier fangen kann. Komm zurück. Lusch. Jetzt ich muss meinen Ball werfen, oder? Ich werde mein Bestes geben. Bam, 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 bam. Ich mag die Musik so gerne von Pokémon. Die geht richtig ab wie ein Zäpfchen. Und Heiko setzt Pokéball ein. Fuschala. Flup, flup, flup. Und ich will mich befreien. Oh, toll! Trasler wurde gefangen! Heiko, ich habe es geschafft. Es gehört mir. Mein Pokémon! Silu! Dankeschön. Lass uns zurück zur Arena gehen. Und? Hat es geklappt? Danke, ja, wunderbar. Hier haben sie ihr Pokémon zurück. Danke, Silu, dass du mit mir gegangen bist. Euch beiden habe ich es zu verdanken, dass ich mein erstes Pokémon gefangen habe. Oder mein erstes Pokémon fangen konnte. Ich verspreche, ich werde mich gut darum kümmern. Oh, meine Mama wartet sicher schon auf mich. Ich muss nach Hause. Bis bald, Silu! Oh Mann, ey. Nun, Silu, wenn du ein guter Trainer werden willst, hier ist mein Rat. Gehe nach Metaros City gleich hinter diesem Ort. Dort sollst du die Arena-Leiterin Felicia herausfordern. Danach suche die anderen Pokémon-Arenen auf und besiege die Leiter. Sammle die Orden der verschiedenen Arenen. Verstehst du? Ich bin natürlich auch ein Arenaleiter. Wir werden eines Tages gegeneinander antreten. Ich kann meinen Text nicht vorlesen. Aber erst, wenn du stärker geworden bist. Hilu! Okay, dann lässt mich sicher der Camper auch durch. Jetzt gehe ich über den Strand. Okay, der Part ist hier wieder vorbei. Ich mache weiter natürlich. Wir sehen uns aber erst im nächsten Part wieder von Pokémon Rubin. Auf Wiedersehen.